12. September 1930. Der Wahlerfolg ist unsicher. Ich schätze in Berlin etwa 250.000 Stimmen. Zu Hause todmüde, eine Stunde Schlaf. Am Abend rede ich 7-mal. Ich glaube, damit halte ich den Rekord. Aber meine Nerven sind auch dahin. Voll innerer Unruhe. Als wenn noch was passieren müsste. Unsere Wahlpropaganda ist vorbildlich. 15. September 1930, ich zittere vor Erregung, die ersten Wahlresultate, fantastisch. Jubel um Jubel, ein unglaublicher Aufstieg. Eine hinreißende Kampfstimmung. Die bürgerlichen Parteien sind zerschmettert. Wir haben jetzt 103 Mandate. Also eine Verzehnfachung. Das hätte ich nicht erwartet. Eine Begeisterung wie 1914. In den kommenden Monaten wird es heiß hergehen. Die Kommune hat auch gewonnen. Wir aber sind die zweitstärkste Partei. Jetzt weiter so. Nicht müde werden, nicht erlahmen. Brüning steigt aus dem Auto. Der nächstfolgende ist Geheimrat Rudenberg. Der Führer der Deutschen National. Goebbels, der Führer der Nationalsozialisten. Herr Dr. Goebbels, ein paar Worte zum Mikrofon bitte. Hier, ein paar Worte sprechen, ja? Wie beurteilen Sie die Lage? Ja, wo will ich denn reinreden? Hier bitte. Ich halte diesen Reis dafür vollkommen überfällig. Und bin der Überzeugung, dass er aufgelöst werden muss, weil er nicht mehr dem Willen des Volkes entspricht. Ja, schön, Doktor. 2. bis 10. Februar 1933. Gerüchte, ich Rundfunkkommissar. Ekelhaft. Man hat mich in die Ecke geschoben. Magda sehr unglücklich, weil ich nicht vorankomme. Man übergeht mich mit eisigem Boykott. Ich schaue in den Mond. Das ist so deprimierend. Ich mag gar nicht mehr daran denken. Man patscht mich an die Wand. Hitler hilft mir kaum. Ich habe den Mut verloren. Hitler ruft an, hat schon mit Pressechef Funk gesprochen. Wegen meines Ministeriums. Demütigend. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland, vor einem Monat noch sperrt er hier im Sport. Also man kann es mit sehr vielen Kinogenres vergleichen. Es ist schon ein bisschen Hannibal Lecter. Und auf der anderen Seite ist er der charmante, juvenile Verführer. Und das einfach so stehen zu lassen, das einwirken zu lassen auf den Zuschauer, ist vielleicht auch das Experiment an diesem Film. Fritz Lang hätte es nicht erfinden können. Das weiß ich nicht. Also vielleicht hat er es vorher erfunden. Ich glaube, dass Goebbels ohne den expressionistischen Film und auch ohne das expressionistische Theater, ohne sowas wie Grotesktanz und
diese Neon-Großstadt gar nicht denkbar ist. Wir sehen das immer aus der Retrospektive und denken, diese merkwürdigen Menschen mit ihren merkwürdigen Bewegungen und dem merkwürdigen Tonfall. Aber damals war es sehr modern. Es war moderner als alle anderen politischen Bewegungen und Parteien. Vielleicht mit Ausnahme der Kommunisten. In Metropolis gibt es doch dieses Dach, auf dem die jungen Männer in der Sonne ihre sportlichen Kulte treiben. Ja. Ja? Und das wäre sozusagen die Sehnsucht. Ja? In dem Zusammenhang wäre Goebbels der Sohn der Hausmeisterin. Auch die Sehnsucht von ihm, weil er das nicht kann. Also weil er sozusagen Perfektion bewundert, stählerne Romantik, wie er es genannt hat. Und da kommt er nicht hin. Er hat diese Behinderung, er darf nicht in den Weltkrieg ziehen und kämpfen. Und er bewundert aber deshalb diese ganze technoide Faszination, die wir ja vorher schon im Futurismus und im italienischen Faschismus finden, die bewundert er umso mehr. Er geht während des Ersten Weltkriegs in die Schule. Er bewirbt sich 1914, wird nicht genommen. Ja. Und dann 1917 macht er Abitur. Ja. Das ist richtig. Also das ist, glaube ich, noch weit mehr als der verkrüppelte Fuß an sich, die große Behinderung in seinem Leben oder das große Manko. Er will kämpfen und er will auch mit der Waffe kämpfen. Er will Teil einer Kameraderie sein, Teil seiner Generation sein. Und das darf er nicht. Und das will er auf eine verquere Weise alles nachholen. Er schafft sich sozusagen seine Generation neu. Er führt sie an zum Schluss. Er war der Letzte im Krieg und er wird der Erste sein im Nachkrieg. Was hat er am Fuß da gehabt, vermutlich? Weiß man es? Es ist wirklich nicht bis ins Letzte medizinisch aufgeklärt, aber es ist eine Art von Nervenkrankheit gewesen. Es war nicht der typische Klumpfuß, wie man nicht der mit teuflischem verbundene Hinkefuß, sondern es war wirklich eher eine sehnende Nerven. Also eine Eisenschiene dort. Ja, ja, der Fuß wurde geschient. Ja. Er hat mit allen möglichen Hilfsmitteln versucht, diese Behinderung zu verbergen. Man sieht übrigens in dem einen Ausschnitt, wo er in Prag ist, es ist sehr schlechtes Wetter. Dann leidet er besonders. Also dann muss der Kameramann versuchen, die Kamera natürlich höher zu fahren, damit es nicht ins offizielle Bild kommt, diese Behinderung. Sie nennen ihn einmal einen expressionistischen, manisch-depressiven Typ mit rationaler Grundierung. Ja. Wenn Sie mir das mal beschreiben, das wäre ja sozusagen, Dr. Mabuse ist das nicht. Ja. Nein, also manisch-depressiv ist er, glaube ich, mit Sicherheit. Also diese extremen Stimmungsschwankungen, die einen manisch-depressiven Typus ausmachen. Ich liebe den Führer, ja, er hat mich verraten, ja, gleich darauf. Jemand, der nach außen hin immer eigentlich sehr, sehr fröhlich wirkt, der sehr aktiv wirkt und der dann in tiefe Löcher fällt. Wenn er wirklich, wenn das rationale Element wieder die Überhand gewinnt und er wirklich einmal zur grundständigen Reflexion kommt, was bei Goebbels ja häufiger der Fall ist, auch in der Tagebuchschreiberei. Und das macht ihn eigentlich von Anfang bis Ende aus, dass er immer himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist. Und er muss sich sehr viel immer selbst vorspielen. Er muss sich immer wieder neu erfinden. Er muss sein eigener Akteur und Schauspieler sein, um das wirklich durch diese schizoide Grundstruktur zu kitten. 16. März 1930. München inklusive Chef hat bei mir allen Kredit verloren. Ich glaube Ihnen nichts mehr. Hitler hat mir, aus welchen Gründen, das ist egal, 5-mal das Wort gebrochen. Das ist eine bittere Erkenntnis und ich ziehe daraus innerlich meine Schlüsse. Hitler verbirgt sich, er fasst keine Entschlüsse, er führt nicht mehr, sondern er lässt die Dinge treiben. Ich war bis zum Ausbluten loyal. Aber man kann nicht von mir verlangen, dass ich mir durch Strasser meinen Gau stehlen lasse. Februar 1933. Ich sehe die Filmaufnahmen von der Sportpalastrede des Führers. Sie sind sehr gut gelungen. Sie werden uns als Propagandawaffe unentbehrlich sein. Überall in den Städten, in denen der Führer nicht sprechen kann, muss dieser Film laufen. Er wirkt vor allem durch die Geschlossenheit der Darstellung und die Übereinstimmung in Wort, Mimik und Geste. Jetzt ist es eine wahre Lust, Versammlungen abzuhalten. Man hat wieder ein Thema, man hat Begeisterung, Schwung und Hingabe an die Sache. Man hat ein Publikum, das mitgeht. Man darf reden, wie es einem ums Herz ist und braucht den Gegner nicht zu schonen. Wir treiben für die Wahl eine ganz große Summe auf, die uns mit einem Schlage aller Geldsorgen enthebt. Und er ist ein Rationalist. Er hat studiert, er hat promoviert, er hat alle normalen akademischen Verfahren durchlaufen. Er hat ja bei jüdischen Gelehrten auch in Teilen studiert. Und wendet das aber wie ein Renegat gegen die Intellektualität. Ja, also auch da ist er schizoid. Er weiß eigentlich, dass er ein Intellektueller ist. Das kann man wirklich sagen. Ja. Das kann man sagen. Er liest Dostojewski. Er bewundert übrigens Van Gogh, was in jetzt neu... Die Dämonen von Dostojewski. Ja, genau. Er liest Heinrich und Thomas Mann, findet Heinrich Mann natürlich...
angemessener für ihn, weil Heinrich Mann proletarischer ist. Thomas Mann ist ihm von vornherein eigentlich, er ist ein Stilperfektionist seiner Meinung nach, aber zu bürgerlich, zu gestylt, würde man heute sagen. Heinrich Mann ist der kräftigere, der saftigere Freund der Arbeiter und Werktätigen. Und er liest auch quer durch den Garten, als er Anfang 20 ist. Man findet kaum eine Lektüre, die man nicht selber so von Flaubert bis Turgenev nachvollziehen könnte. Also er liest nicht, er ist kein Ideologe von Anfang an im rechtsradikalen oder völkischen Sinne, was seine intellektuelle Bildung anlangt. Der Film, den Herr Klopft und Sie hier gemacht haben, vorlegen, ja, mit 108 Minuten Länge, ist ja außer diesen faszinierenden Bildern, ja, darauf gegründet, dass Sie die Tagebücher, ja, nicht hier gewissermaßen in ein Konzentrat verwandeln, ja, in einen Zeitraffer gewissermaßen. Ja. Was sind das für Tagebücher? Das sind ja offenkundig 24 Bände. Ja, er hat angefangen 1923, ich glaube im Oktober 1923, regelmäßig Tagebuch zu führen, und er hört, glaube ich, wenige Tage oder Stunden vor seinem Ende damit auf. Die letzten 15, 20 Tage sind verloren gegangen, weil sie verbrannt sind in der Reichskanzlei, im Führerbunker. Aber er hat noch kurz vor Toreschluss alle seine Tagebücher, seinen größten Schatz, seinen Reflexionsschatz, der sehr ehrlich und sehr verlogen zugleich ist. Darauf müsste man eigentlich nochmal zu sprechen kommen, diese Art und Weise, Tagebuch zu schreiben. Aber den hat er versucht zu bewahren für die Nachwelt, obwohl er eigentlich weiß, dass er selber untergeht. Das soll übrig bleiben von ihm. Und er lässt es auf Glasplatten, das ist ein Vorläuferverfahren des Mikrofilms, pressen. Die Rote Armee findet es, es gelangt über verschiedene Stationen nach Moskau und wird dann dort Anfang der 90er Jahre komplett wiederentdeckt, ist vom Münchner Institut für Zeitgeschichte ediert worden. Und eigentlich jetzt komplett zu 97%, glaube ich, liegt es vor. Man kann es in jeder Bibliothek herausgekauft einsehen. Worden. Ja, über ganz die Stasi spielt eine Rolle, die damit Geld gemacht hat, eine Zeit lang immer Teile des Tagebuchs über Mittelsmänner verkaufen zu lassen. Es gibt obskurste Versuche der Geschäftemacherei mit diesen Materialien. Aber irgendwann haben sich die Russen entschlossen, es komplett zu übergeben. Es gibt diesen rechtsradikalen Nachlassverwalter François Genoux, der lange Zeit die Werknutzungsrechte an allen Schriften Goebbels hatte. Also das Münchner Institut für Zeitgeschichte musste sich auch mit diesem Mann ins Benehmen setzen, der offensiv gesagt hat, das war eine feine Persönlichkeit, der hatte recht. Und ich überantworte das der Nachwelt, damit die Menschen das auch begreifen. Also ist eine sehr komplizierte Überlieferungsgeschichte. Aber die Tagebücher sind authentisch und in mehrfacher Hinsicht echt. Es gibt ja bei diesen Tatmenschen, ja, also die sich die Nationalsozialisten verstehen zeitweise, ist es ja sehr seltsam, dass sie dieses Spiegeln so lieben. Ja. Wenn ich das, was wir jetzt in Nürnberg errichten, ja, oder das Haus der Kunst, in 6000 Jahren sehe, ja, nicht, dann wird erst deutlich, ja, sozusagen, dass das Herculano und Pompeji überlegen ist. Ja. Das ist ja ein Grundgedanke. Da gibt es das Ruinengesetz, ja, eine Rechtsverordnung, ja, dass man unter Missachtung der Grundsätze der Rechnungsprüfung und der Sparsamkeit so baut, dass es als Ruine noch gut aussieht. Ja. Und so also, ähnlich biografisch hier. Die Ruine muss noch pompöser sein als die meisten Normalbauten, die man so verwendet. Es ist schon als ewiges Imperium gedacht gewesen, das tausendjährige Reich. Sollte ja auch nicht nur 1000 Jahre dauern, sondern möglichst 4, 5, 6000 Jahre. 1000 Jahre war eigentlich mehr der mythische Begriff. Und Goebbels hat sich auch von sehr früh schon als Jugendlicher, als er seinem Bruder den Nachlass an sehr unfertigen literarischen Schriften überantwortet, als historische Figur begriffen, die eben auch noch in weiter Ferne beachtet werden soll. Und diese sich in die Ewigkeit hineinprojizieren, macht viele von diesen manischen Persönlichkeiten wirklich aus, die eigentlich mit ihrem alltäglichen Leben sehr schlecht zurechtkommen und deshalb sich umso mehr überhöhen müssen. Also die ihr Heil eigentlich, also er war ja enorm geprägt durch die katholische Erziehung, die katholische Religion, die ihr Heil eigentlich weniger in der Gegenwart als immer in der fernen Zukunft suchen und sehen. Hitler in Pasewalk, da gibt es Texte, also Nachschriften von hypnotischen Protokollen, bei denen er sagt, Jesus und Mohammed bin ich nicht, aber Johannes der Täufer, das könnte sein. Patmos, ja, kann sein, oder Johannes der Täufer, ich bin der Vorläufer. Ja. Ja. Und nach mir kommen noch andere. Ja. Ja. Denkt Goebbels sowas auch? Ist er der Vorbereiter des Vorbereiters? Oder ist das schon ein Endergebnis, als was die sich im Tausendjährigen Reich vorstellen?
Nein, er ist schon eher der Herold, wirklich. Also so versteht er sich schon. Er sagt ja einmal, ich beuge mich dem Größeren, dem politischen Genie, und das ist für ihn Hitler. Also ich glaube, er hat eine Zeit lang gedacht, er ist eigentlich auch so etwas wie Hitler. Also er kann eine eigene Erweckungsbewegung, eine Sammlungsbewegung schaffen. Dann weiß er, dass er dafür zu rational ist. Er hat nicht dieses Fluidum, er kann nicht diesen Mythos erzeugen, muss sich alles eher sehr stark antrainieren. Rhetorische Techniken, Überredungstechniken, Propagandamethoden. Und dann findet er seinen Überwinder, seinen mythischen Überwinder, seinen Messias. Und dem bleibt er eigentlich bis zum Schluss treu, obwohl man ja weiß, dass er wie ein enttäuschter Liebhaber Ende der 20er Jahre sagt, Hitler hat mich 4-5 Mal betrogen. Er gehört doch zu diesen Münchner Spießern, oder er lässt sich von denen zu stark einfangen. Von Himmler oder Hermann Esser, solchen fetten Mogulen der ursprünglichen NS-Bewegung. Und er versteht sich mehr als preußischer Sozialist. Er will eine sozialistische, harte, aktive Partei, die eher an der Seite der Arbeiter und Entrechteten kämpft und eben die Bourgeoisie und das Kleinbürgertum das verachtet. Das betonen Sie ja sehr stark in dem Film. Nicht? Das heißt, seine Aussprüche gehen auf Sozialist, ja? Also national, aber Sozialist. Ja. Er sagt häufiger die rechten Parteien. Und aus heutiger Sicht würden viele denken, er meint damit auch seine eigene. Das sind natürlich die Feinde. Nein. Er versteht sich als Angehöriger einer Linkspartei. Das muss man deutlich so sehen, aus seiner subjektiven Sicht. Also all das, was wir heute als rechtsradikal, völkisch, antisemitisch einschätzen, aus seiner Sicht war es eine linksnationalistische Arbeiterpartei im Wortsinne. Quasi neokonservativ, ja, im Sinne der 20er Jahre. Ich weiß nicht, ob neokonservativ der richtige, also er hat sich natürlich in keiner Weise als konservativ verstanden, sondern als Revolutionär, als Modernisierer, eher im Sinne der italienischen Faschisten, also Leute, die sich, also sein Lieblingsbegriff war im stählerne Romantik. Er hat ja Romantik studiert, er hat einen Poeta Minor der Romantik promoviert, Wilhelm von Schütz, den heute keiner mehr kennt. Aber er hat sozusagen diesen Heidelberg-Mythos, den Mythos seiner bevorzugten Studienstadt, fusioniert mit Television, Flugzeugen, neuen Kameratechnologien, Hitler über Deutschland, modernen Wahlkampftechniken. Diese Elemente, dieses romantisch-atavistische und das in die Zukunft projizierte, das hat er in dieser schizoiden Art und Weise zusammengebracht, auch in seiner Persönlichkeit. Wenn der Speer in Mürwik sagt, eine Rückkehr zur bürgerlichen Gesellschaft ist nach dem, was wir erlebt haben, nicht möglich, ja? Nicht? Was meint der damit? Was meint eigentlich diese Gruppe von Nationalsozialisten, ja, wohin eine Gesellschaft ausbrechen kann? Die Industrie bringt man im Harz unter Tage, ja, nicht? In Höhlen unter. Ja? Ja, am Schluss. Ich denke schon, dass man den Begriff dieser Volksgemeinschaft sehr ernst genommen hat. Also das ist schon reich oder arm, Industrie oder Arbeiter oder Bauer, das ist eine... dieser Begriff der Egalität, der eigentlich verachteten Ideen von 1789, der ist schon vom Nationalsozialismus sehr okkupiert worden. Das ist schon eine, was Ludwig Erhard später in anderem Sinne formierte Gesellschaft genannt hat. Das sollte die alte bürgerliche Klassen- und Schichtengesellschaft ersetzen. Darin waren sich eigentlich alle avancierten Nationalsozialisten einig. Dass der eine weiterhin reicher war und bei Horcher seine Sahnetorten aß wie Göring und der andere lieber wie Goebbels Schwarzbrot und Hering bevorzugte, diese Unterschiede würde es weitergeben. Aber in der Mentalität, im Selbstverständnis dieser Volksgemeinschaft war es eine hohe Egalität. Also die Planung jedenfalls da. Eintopf, ja. Ja. Treu gegen Treue. Ja. Winterhilfswerk. Der Junkers wird in eine Pension nach Oberbayern gesetzt. Als Eigentümer geachtet, aber er darf als Eigentümer nichts machen. Ja. Ingenieure kommen an seine Stelle. Ja. Ja. Ja, das ist so. Also man hat das ja lange nicht begriffen, auch in der Geschichtswissenschaft, diese technokratisch moderne Fraktion der Nationalsozialisten. Also man ist eigentlich eher von der Münchner Richtung weiter ausgegangen. So ist lange das Reichssicherheitshauptamt zum Beispiel nicht erforscht worden. Die Intellektuellen in der SS, Otto Ohlendorf, Werner Best, Franz Six und so weiter. Das ist das, was mich immer sehr interessiert hat. Also diese Klammer, die den Nationalsozialismus ausgemacht hat, das Regime Terror und Propaganda, das hat mich beides in den Institutionen und in der Führung dieser Klammer interessiert. Also zum einen die SS, das Reichssicherheitshauptamt, die Gestapo, der Terror, das Terrorregime, zum anderen Goebbels und sein Propagandaministerium mit seinen 1700 Mitarbeitern. Was ist aus denen geworden nach 1945? Sie machten Reklame für den Adenauerstaat, sie landeten bei Eau de Cologne, sie waren in der Werbung, im Marketing, sie formten die moderne Werbekultur der Bundesrepublik mit den Amerikanern. Dann fusioniert mit dieser westlichen
alten amerikanischen Marketingkultur. Das ist sehr interessant, das nachzuverfolgen. Also dieser Modernisierungsschub aus dem Nationalsozialismus ist voll in der Bundesrepublik dann wirksam geworden. Goebbels war tot, die anderen waren aber erst 40, 45 Jahre alt. Die waren in vollem Saft und Kraft und wollten was machen. Und Sie sprachen von den Italienern, vom italienischen Vorbild. Das kommt ja ästhetisch aus einer sehr alten Bewegung. Ja, nicht? Wenn Sie das mal beschreiben. Also aus der römischen Tradition. Einerseits, ja. Aber dann auch Marinetti beispielsweise. Ja. Ja, aus dem Futurismus. Aus dem Futurismus. Ja, ja, so alt war der noch nicht. Das ist ja auch. Also, ja, aber 1910. 1910, ja. Ja. Nicht? Ja. Das ist richtig. Aber ist eigentlich sozusagen so die Idee, ja, nicht? Gewissermaßen, wir Menschen entwickeln uns zu langsam. Ja. Ja. Und die Technologie, das sind eigentlich Menschen. Ja. Wenn man in einen Rennwagen hineinschneidet, käme Blut heraus. Ja. Ja? Also das, was Ogburn später mit Cultural Lag, also mit der Kulturkluft bezeichnet hat. Also die Technologie entwickelt sich immer stärker als die humanistische Kultur oder das Denkvermögen. Das haben die eigentlich versucht aufzulösen. Also zu sagen, wir werden selbst die Maschine. Also wir lösen diese Geschwindigkeitskluft auf. Und im Futurismus ist es ja so, dass man sich darin auch auflöst. Also das höchste Glück ist eigentlich, selbst zersprengt zu werden. Was sie natürlich materiell alle nicht erleben wollten am eigenen Leib, aber in der Vision, in der Imagination, dann mit diesen Fluggeräten einfach zu verschwinden. Ein bisschen wie der Space Shuttle. Was einfach, wo wir zusehen und es zerplatzt und die Menschen sind weg. Jetzt ist das Verblüffende hier in dem Film, dass man sieht, in seiner Praxis, seiner politischen Praxis, arbeitet er nicht nach diesen Idolen, ja? Sondern er arbeitet im Spielfilm beispielsweise durchaus auf einer Mainstream-Linie, im Film Heimat, in den Liebesfilmen, nach denen man nur noch zur Front abreisen kann. Ja. Ja? Nicht? Also ich habe ja in dem Buch geschrieben, er wurde immer das, was er nicht sein wollte. Also er verehrt Van Gogh und Emil Nolde und andere im Sinne der Nationalsozialisten verfemte Künstler und muss sie trotzdem dann in diese Ausstellung Entartete Kunst stecken. Also das will er eigentlich nicht. Das ist nicht das, was ihm... Er will lieber der Avantgardist und der Freund der Avantgardisten sein. Er will eigentlich einen expressionistischeren Film, einen, der spannender ist. Und er kriegt ihn nicht, weil er gleichzeitig wieder die Propaganda mit der angenommenen Volksstimmung versöhnen muss und bleibt deshalb im Mainstream und bei Veit Harlan und anderen NS-Regisseuren hängen. Also das ist ein bisschen die, sofern man bei Goebbels überhaupt von Tragik sprechen kann und darf, das ist schon die Tragik seiner Biografie. Dass er eigentlich er ist der verkappte Leninist und er bewundert Eisenstein für seine Propagandafilme und er bekommt das alles nicht. Er landet dann doch wieder in dem deutschen Spießertum, wo er eigentlich heraus will, aus seiner Heimatstadt Reit. Es gibt aber diese Szene in seiner Heimatstadt Reit, als sozusagen ihm zu ehren, einfach Sportflugzeuge am Himmel zu sehen sind, wo er seine Mutter besucht, wo er quasi einen Moment des Stolzes hat. Also was für Hitler die Wiedereineignung von Wien ist, scheint ist für ihn die Eroberung von Reit. Das ist richtig. Das ist im Grunde auch eine berührende Szene, weil er da auch einen völlig beseelten Gesichtsausdruck hat in diesen Aufnahmen. Verlorenen Sohn, sozusagen. Und er sagt ja auch, meine Mutter hat leiden müssen, weil ich war natürlich der missratene Sohn in einer völkischen Splitterpartei und jetzt zeige ich mit allem Pomp, also eben diese Flugzeuge mit dieser Kleinstadt. Deutschland kommt zurück nach Reit. Das große Deutschland kommt zurück nach Reit und diese krummglitzernden Daimler-Wagen, die da durchfahren. Und er besucht dann was man in den Bildern nicht sieht, auch alle möglichen alten Schulkameraden, ist da sehr gönnerhaft und sagt, na Freunde, ihr musstet hier bleiben, aber seht, was aus mir geworden ist. Also das ist natürlich dann das Bild des kleinbürgerlichen Karrieristen, der zurückkehrt zu seinen Ursprüngen in seiner Heimatstadt. Sie ist jahrelang in dieser kleinen Stadt verleumdet, umklatscht, missachtet und verfolgt worden und hat darunter unendlich zu leiden gehabt. Man weiß ja, wie das in diesen kleinbürgerlichen Kreisen vor sich geht. Eine jahrelange Qual und Gewissenspein soll nun nach meinem Willen mit einem großen Triumph ausbezahlt werden. Deshalb bin ich nach Reit gekommen, um ihr an diesem Tag zu zeigen, dass alles, was sie in den unzähligen Tagen meinet und unserer Sache wegen zu erleiden hatte, nicht umsonst gewesen ist. Ich bin auf das Äußerste gerührt und beglückt durch den wunderbaren herzlichen Empfang, den mir das ganze Rheinland, den mir meine Vaterstadt und den mir in dieser Stunde der Rheinisch-Fälische Rundfunk bereitet. Im rheinischen Volk habe ich meine Wurzeln. Sein Witz, sein Temperament, seine leichte Beweglichkeit sind die Leitsterne meines Lebens gewesen. Manchmal des Morgens habe ich Furcht davor aufzustehen.
Nichts erwartet mich. Konditorei Remges, die Dr. Goebbels in seiner Primaner Zeit gern besuchte. Seine Stammplätze. In der Josef-Goebbels-Straße. Meinem Leben fehlt die Konzentration und die Sammlung. Ja, das ist ja in erster Linie, ist es Ihre eigene Darstellung von sich selbst, die überliefert worden ist. Nicht nur in den Propagandafilmen oder in den Wochenschauen, da ist es offensichtlich, was Sie wollen. Aber die Darstellung, die Überlieferung kommt auch in anderen Filmen zum Ausdruck. Also die Bilder, die wir alle kennen, sagen wir jetzt mal den 30. Januar 1933. Man denkt, das ist jetzt Wochenschaumaterial, denn da waren sie ja noch nicht an der Macht oder sind gerade an die Macht gekommen. Also das muss ja noch ein authentisches Bild sein, der Fackelzug, das Stehen am Fenster und so weiter. Nein, es ist ein Film, den Goebbels sofort hat produzieren lassen 1933. Weil die Fackeln am 30. Januar nicht hell genug waren, wurde das Ganze eine Woche später nochmal mit Magnesiumfackeln. Es wurde wiederholt, es wurde dann nochmal im April wiederholt für den Spielfilm Hans Westmar, da hat man dann sogar in Farbe gedreht und diese Bilder vermischen sich. Aber alle Bilder sind inszeniert und verarbeitet von Goebbels. Es sind keine freien, gedrehten Wochenschaubilder. Er macht für diesen Film selber eine Einführung. Er sitzt am Schreibtisch und sagt, wir zeigen euch jetzt den Aufbruch in die neue Zeit. Und diese Bilder werden vervielfältigt bis heute gezeigt. Der Urgrund ist aber der Film, den Goebbels selbst produziert hat. Das heißt, er kontrolliert bis heute die Bilder dieser Zeit, weitgehend. Wie kommen Sie an solche Materialien heran? Also nehmen Sie mal zum Beispiel den Auftritt Hitlers bei Siemens, ja, wo man die gesamte Inszenierung, den Vorredner Goebbels, ja, die Art, wie in einer Fabrik, ja, ein Podium errichtet wird. Ja. Hitler fährt nach Siemens. Ja, er will die Siemens. Arbeiter gewinnen. Ja. Die Arbeiter müssen man hat es am 1. Mai gemacht, 1933, und dann nochmal muss er zu ihnen gehen. Er muss jetzt die Wähler der Kommunisten, die ja immerhin auch noch bei der letzten Wahl, wo die Kommunisten mit Terror verfolgt wurden, ja doch 15-16% Stimmanteil hatten. Diese Menschen muss er ja auch versuchen zu gewinnen. Also geht er zu ihnen, er geht nach Siemensstadt. Da ist natürlich die Wochenschau vor Ort, die Rede wird gefilmt und so weiter. Aber es gibt eben noch einen Amateurfilm. Wer den gedreht hat, weiß ich nicht. Den habe ich gefunden. Und in diesem Amateurfilm sieht man, wie das inszeniert wird. Also Pressefahrt. Es ist wie heute. Journalisten werden in Busse geladen. Da steht jemand, der sagt, hier einsteigen, hier geht es zu der Veranstaltung. Embedded Journalism. Ja, es ist sehr modern. Er weiß genau, er muss die Leute heranführen. Es sind überall Rundfunkübertragungen organisiert. Er selbst gibt, was man in dem Material sieht, noch Interviews, spricht im Rundfunk, den er ja, durfte ja bis, wenn ich das richtig weiß, bis 32 nicht im Rundfunk auftreten. Das war ja gar nicht möglich. Jetzt hat er diese neue Klaviatur und er spielt sie perfekt. Er ist da, er bereitet alles vor und dann kommt der Auftritt Hitlers. Und in dem Moment gehen wir in die Wochenschau, in das, was dann transportiert wurde. Und jetzt, also das ist Backstage. Ja, das ist Backstage, wörtlich, ja. Wörtlichsten Sinn. Und das ist ein Stück Wirklichkeit. Ja. Und absolut. Selbst wenn er alles geplant hat, ja, kann er dort nicht gleichzeitig lügen. Ja. Nicht? Weil wenn einer sich selbst darstellt, ja, ist immer ein Stück, ja, seines Selbstbewusstseins von ihm selbst nicht kontrollierbar. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. 26. Oktober 1928. Ich habe keinen Freund und keine gute Frau. Es ist mir, als stände ich in einer großen geistigen Krise. Mit meinem Fuß die alten Beschwerden. Ewig Schmerzen und Unannehmlichkeiten. Dazu das Geschwätz der Übelwollenden, ich sei ein 175er. Hetzer gehen um und suchen die Bewegung zu sprengen. Ich stehe in einem dauernden Kleinkampf. Es ist zum Verzweifeln. April 1929. Wir haben noch zu viele Spießer in der Partei. Der Münchner Kurs ist zuweilen unerträglich. Ich bin nicht bereit, einen faulen Kompromiss mitzumachen. Ich werde, und wenn es meine persönliche Position kosten soll, den geraden Weg gehen. Ich zweifle manchmal an Hitler. Warum schweigt er? Die Opportunisten wollen die Früchte pflücken, bevor sie reif sind. Es hat in den SA-Gruppen schon ernsthafte Verwirrungen gegeben. Als die Nationalsozialisten ihren ersten großen Reichstagssieg, also parlamentarischen Sieg,
haben. Ja? Da kommen jetzt in den neuen Reichstag hinein Brüning, ja, also der Kanzler, eine Reihe anderer, der Führer der Deutschnationalen, Hugenberg. Ja? Und jetzt kommt Goebbels, steigt aus, ja? Geht direkt auf die Presse zu. Ja, die anderen gehen daran vorbei. Die kennen nicht mal richtig seinen Namen. Sie sagen Herr Dr. Goebbel. Herr Dr. Goebbel, sagt ein Reporter. Das interessiert ihn alles nicht. Er geht auf sie zu. Er diktiert ihnen ein Mikro in die Nähe die Nachricht für morgen. Ja. Die anderen, Brüning, ein huldvolles Winken vielleicht, Hugenberg. Nicht zitierbar durch Hörfunk. Nein. Und er aber sagt... Er sieht das Mikrofon, das Neue. Dieser Reichstag ist nicht repräsentativ. Er ist gerade erst gewählt. Genau. Ja, das ist 31, also es ist so zwischen den beiden, also Oktober 30 war die Reichstagswahl, September 30, Oktober dann die Eröffnung und dann 31. Und er arbeitet schon dafür, dass der Reichstag wieder aufgelöst wird, weil sie wissen ja, bei der nächsten Wahl werden sie wieder zulegen. Sie müssen versuchen, dass es wieder neue Wahlen gibt, weil dann werden sie mehr Stimmen haben. Sie haben ja 1929 eigentlich den großen Schub durch den sogenannten Young-Plan. Der Young-Plan, der also die Reparationen neu regeln soll, die also ausgedehnt werden, eigentlich eine Erleichterung sein sollte. Bis 1988 wollte man die Schulden des Ersten Weltkriegs abtragen. Und die bis heute nicht abgetragen sind. Die nicht abgetragen sind. Es werden noch immer Zinsen bezahlt. Genau. Ja. Und das war eine neue Regelung, die eigentlich alle demokratischen Parteien als Erleichterung empfanden, aber die von den Nationalisten und vor allem von den Nationalsozialisten sehr geschickt genutzt wurden zur Propaganda gegen Weimar und gegen den Versailler Vertrag und all die Dinge, die Deutschland auferlegt sind. Und das hat ihnen einen großen Wählerschub verschafft. Vorher war es bis Anfang 1929 eine Splitterpartei. Und dann bis im September 30 auf einmal ist es eine Macht. Da gibt es, ich mache einen Sprung, ja, einen ganz anderen Goebbels, ja, der in Venedig auftritt. Ja, in der weißen Uniform, ja, nicht, also das Reich zeigt sich sozusagen, ja, ist auch unbefleckt, er, der eigentlich immer ein bisschen humpelt, geht als unbefleckter, als weißer, das finde ich eine erstaunliche Szene natürlich, dass er das macht, und er macht das nicht einmal, das ist eigentlich jedes Mal, wenn er dahin fährt. Ja. Was haben Sie da vorgeführt im Wettbewerb? Sie haben Filme, also ihre normale Produktion, also Lillian Harvey Filme, also Unterhaltungsfilme, sind auch die Riefenstahlschen Werke, glaube ich, also Olympia ist in Venedig gezeigt worden, Oben Krüger, also sie haben eigentlich so ihre, was man so macht, als man führt die Perlen der Jahresproduktion, führt man vor, er ist sehr abschätzig über die anderen Filme und findet eigentlich, dass seine Filme besonders gelungen sind, und die Italiener, also mit ihren Sandalenfilmen, die sie da abliefern, also wirklich keine große Leistung vollbracht haben. Aber das ist seine Bühne. Es gibt ja keine andere für ihn, als Filmminister groß aufzutreten. Das ist doch interessant, wie stark er eigentlich hier in seine Propagandamaschine den Unterhaltungssektor einbaut. Ja? Ein Samstag, ja, im Großdeutschen Rundfunk. Ja, besteht aus Unterhaltung. Ja, er will ja keine Ideologie in den Filmen haben. Er sagt ja auch, die Filme, die am Anfang gemacht wurden, wie Hans Westmar oder Hitler Junge Quecks und so weiter, das wollen die Leute gar nicht sehen. Jedenfalls nicht mehr Ende der 30er Jahre oder auch vor allem dann im Krieg, sondern die Leute wollen Heinz Rühmann sehen. Heinz Rühmann war der höchst oder einer der wirklich höchst bezahlten Schauspieler. Wenn man sich die Sorgenbrecher sozusagen. Ja, natürlich, der kleine Mann. Alltagsprobleme. Genau. Ja, die in der großen Wirklichkeit nicht wurde, da gab es einen Film, Der Gasmann, wo er mit Heil Hitler grüßt. Rühmann als der Gasmann kommt und grüßt mit Heil Hitler. Die Szene wurde dann noch rausgeschnitten. Das war schon zu viel. Das wollte man gar nicht. Das ist 1940. Da sind wir auf dem Höhepunkt der Macht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Also es ist eine Arbeitsteilung. Ja? Genau. Also man muss am Samstag vergessen können, ja? Und genau. am Montag wieder töten zu können. Dafür, es gibt für die Ideologie, für die Propaganda gibt es die Wochenschau, die läuft vorher. Da kommen die Leute vielfach natürlich erst später, wenn die Wochenschau schon gelaufen ist, weil sie das gar nicht sehen wollen. Aber wer das möchte, kann das sehen. Und der eigentliche Film ist dann natürlich der Unterhaltungsfilm. Und da möchte man gar nicht die Leute mit einem Heil Hitler belästigen. Bei den Amerikanern ist es so, die Propagandafilme, wenn man sich die anguckt, sind sehr von Hollywood geprägt. Wir haben die ganzen Regisseure, die mit Kriegsbeginn aufhören, Spielfilme zu machen, die Dokumentationen
Dokumentarfilme machen. John Ford ist einer der sicherlich wichtigsten. Und wenn man einen Film sieht, den Film sieht, den John Ford über Pearl Harbor gemacht hat, die erste Fassung, die nie freigegeben wurde, das ist Hollywood pur. Da sind vielleicht 10% Originalbilder. Alles andere ist inszeniert. Man inszeniert eine Dokumentation, einen Dokumentarfilm als Propagandafilm im Einsatz für die Bevölkerung. Das ist sehr, sehr professionell gemacht. Da werden eben auf dem Hinterhof des Fox-Studios, glaube ich, werden kleine Schiffe gebaut und da stehen dann die Designer im Wasser und die werden dann zur Explosion gebracht und das ist der Angriff auf Pearl Harbor. Also die inszenieren die Wirklichkeit. Das ist bei Goebbels anders. Er versucht mit die Bilder der Wirklichkeit in einer Form aufzunehmen, dass sie wie inszeniert wirken. Aber es ist immer noch die Wirklichkeit. Also der Panzer ist der wirkliche Panzer. Das Flugzeug ist das wirkliche Flugzeug. Bei den Amerikanern kann das Flugzeug ein kleines Modell sein, weil es einfach viel besser wirkt. Am 22. Juni, ja, 5 Uhr früh, ja, diese auch nachgestellten Aufnahmen, ja, des Kriegsausbruchs gegen Russland, ja, wenn Sie das mal beschreiben, das ist ja auch eine ganz großartige Inszenierung, ja, wo er die Hauptperson ist. Ja, er ist auf einmal die Hauptperson. Er war ja vorher in den Jahren 39, 40, also den ersten Kriegsjahren, nicht so wirklich wichtig. Also er hat da seine Filme produziert, er hat die Wochenschau gemacht. Hitler nimmt ihn nicht bei seinem Paris-Besuch. Er nimmt ihn nicht mit. Auf einmal ist er nicht dabei. Er wird ein bisschen weggeschoben auf einmal, weil jetzt geht es um Krieg und da ist erstmal die militärischen Dinge sind die wichtigen und was passiert, wenn wir den Krieg gewonnen haben? Deswegen sind Speer und Giesler an seiner Seite in Paris und nicht Goebbels. Und mit dem Krieg gegen die Sowjetunion ändert sich das, weil klar ist, hier muss eine ganz andere Propaganda gemacht werden. Und so inszeniert er diese Wochenschau. Die erste Wochenschau mit dem frühen Morgen in Berlin und der Reichsminister gibt bekannt, was passiert ist. Also das ist der Beginn der Kreation Goebbels als Heimatfront-Diktator. Er erfindet sich neu. Das ist ja auch ein Punkt, dass er immer wieder eine neue Rolle finden muss und auch findet. Und in dem Moment, 41, geht es los, er wird der Heimatfront-Diktator. Das Interessante ist, wenn man die Bilder sieht, die Amateurfilmer gedreht haben. Es gibt zwei auf jeden Fall sehr ausführliche Filme, die an dem Tag gedreht worden sind. Von Amateurfilmern, von Götz-Gerd Reger zum Beispiel, der dann später in der Propagandakompanie Kameramann war. Die Bilder gleichen sich. Also es ist zwar inszeniert, der Vormarsch der Panzer, die Artillerie schießt. Aber wenn man die Amateuraufnahmen sieht, genauso ist es gewesen. Also es ist schon inszenierte Wirklichkeit, aber es entspricht dem, soweit man das beurteilen kann, aus den wenigen überlieferten Dokumenten, was da wirklich passiert ist. Seine Maxime war, wir müssen schon die Wahrheit sagen, aber wir müssen sie anders verpacken. Also wir dürfen nicht irgendwelche Luftschlösser den Leuten erzählen, sondern es muss schon glaubhaft sein, auch wenn es Lüge ist. Die Lüge muss glaubhaft sein für die Bevölkerung. Und das ist eigentlich immer sein, was man in den Wochenschauen auch sehen kann, wie er versucht, offensichtliche Niederlagen so darzustellen, dass sie in das Bild immer noch passen. Also das ist jetzt zwar ein furchtbares Ereignis, aber es spornt uns an. Bei Stalingrad. Bei nicht? Stalingrad ist das ja ganz, ganz wichtig. Aber auch wenn man sich anguckt, wie der U-Boot-Krieg dargestellt wird, das ist ja nun der verlustreichste Krieg eigentlich der Nationalsozialisten. Also das sind, glaube ich, 60-70% der U-Boot-Fahrer sind ums Leben gekommen. Also das war nur wirklich ein Himmelfahrtskommando, vor allem dann ab 43. Und trotzdem werden diese U-Boot-Fahrer natürlich weiter stilisiert als die Helden des Reiches, also das geht bis 44 dann. Also das wird unterschlagen, dass sie diese Verluste hinnehmen müssen, weil natürlich diese Helden aufgebaut worden sind über die Zeit. Zum Intellektuellen, ja, gehört also sozusagen einmal, dass er jemandem anders dient. Ja. So wie Figaro seinem Herrn und seiner Herrin. Ja? Goebbels dient, ja. Er ist auch kein kreativer Kopf in dem Sinn, dass er Dinge erfindet, er nutzt Dinge. Also es gibt eine neue Technik, er nutzt sie sofort. Er weiß manchmal gar nicht,
was dahinter steckt. Erst durch die Arbeit mit dem Medium merkt er was. Was zum Beispiel das Fernsehen unterschätzt er komplett. Also er finanziert es. Ja? Es wird entwickelt, es ist da, die gehen 1935 auf Sendung. Es ist das erste regelmäßige Fernsehprogramm. Man kann das in Fernsehstuben gucken, es gibt ausgewählte Journalisten, die so ein Gerät zu Hause haben. Und man will das auch entwickeln. Also 1939 sollen die ersten Einheitsfernseher auf den Markt kommen. Aber Goebbels hält das Radio für erheblich wichtiger. Und deswegen, also das Fernsehen für ihn nicht der entscheidende. Und das ist für mich eigentlich so ein Beleg, dass er jetzt nicht nur das Genie ist, der von vornherein weiß, was passiert und was wirklich nutzbar ist. Er ist bleibt da Pragmatiker und Realist und sagt, der Rundfunk, das ist über, da bin ich vernetzt, das stellen wir allen Leuten ins Haus, sodass also der Führer jederzeit sprechen kann zu seinem Volk. Und wenn das Fernsehen sich irgendwann technisch so entwickelt, ich bin sicher, er hätte es dann auch aufgegriffen und auch dann wäre eben der Führer als Bild in jeder Wohnstube gewesen. Aber erst in dem Moment, wo das technisch umsetzbar ist, hätte er es, glaube ich, auch entsprechend genutzt. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der nationalen Konzentration gewählt. 10. Februar 1933. Der Führer hält eine fantastische Rede mit schärfster Kampfansage gegen den Marxismus. Zum Schluss gerät er in ein wunderbares, unwahrscheinliches, rednerisches Pathos hinein und schließt mit dem Wort Amen. Das wirkt so natürlich, dass die Menschen alle auf das Tiefste davon erschüttert und ergriffen sind. Das ist so erfüllt von Kraft und Gläubigkeit, ist so neu und groß und mutig, dass man gar nichts Vorhergegangenes damit vergleichen kann. Verteidiger Berlins, auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein, für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen, sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten.